Bitcoins gestrige Reaktion auf die neu veröffentlichten Inflationsdaten war einfach komplett verrückt. Willkommen zurück bei Think It Crypto. Mein Name ist Sami und im heutigen Video schauen wir uns an, was diese Inflationsdaten für den Markt überhaupt bedeuten, wieso Bitcoin kurz nach dem Dip auf fast 18.000 US-Dollar plötzlich wieder so stark gestiegen ist. Wir schauen mal wieder auf den Ripple vs. SEC-Rechtsstreit, wir schauen in das Kosmos-Ökosystem und vieles mehr. Bevor es aber losgeht mit dem allerersten Link in der Beschreibung, meldet euch wie immer gerne noch bei der EU-regulierten Kryptobörse Bitvavo an. Ihr habt eine Auswahl von über 180 verschiedenen Altcoins. Die ganze Plattform ist super einfach aufgebaut, billig für die Fortgeschrittenen unter euch. Gibt es auch ein Pro-Interface mit all den Pro-Funktionen. Ihr habt eine Kontogarantie bis zu 100.000 Euro und natürlich mit meinem Link sichert ihr euch auch noch einen netten 10 Euro Willkommensbonus. Es gibt also keinen Grund, sich das nicht zumindest mal angeschaut zu haben. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. So Freunde, ich hatte es im Video gestern schon kurz eingeblendet, die US-Inflation bei 8,2%, 0,1% höher als erwartet, der 7. Monat in Folge, wo wir eine Inflation von über 8% haben und ja, das verleitet die Federal Reserve halt weiterhin dazu, die Zinsen aggressiv anzuheben, was natürlich schlecht für die Märkte ist und ich glaube mittlerweile wisst ihr alle, wie das Ganze funktioniert. Auf jeden Fall die Reaktion daher auch wie erwartet, es ging erstmal stark bergab, für Bitcoin tatsächlich in gerade mal 3 Stunden auf fast 18.000 US-Dollar, die Probabilities, also Wahrscheinlichkeiten für das nächste FOMC-Meeting am 2. November auch plötzlich bei 99,6% für eine 75 Basispunkterhöhung, 0% für 50 Basispunkte und 0,4% für 100 Basispunkte. Auch die Fed Funds Futures, also die Prognose für Oktober 2023, ist explodiert und steht bei 4,74%. Man scheint sich auf jeden Fall einig zu sein, was die Fed als nächstes vorhat. Was jetzt aber extrem unerwartet kam, ist das hier, ein absolut verrücktes Reversal. Auf dem Bitcoin Daily Chart sieht das Ganze so aus. Eigentlich ist dieser Pump mit ungefähr 10% gar nicht so ungewöhnlich, aber es hat halt einfach keiner damit gerechnet. Es sah wirklich so aus, als wäre das jetzt der Punkt, an dem wir ein für alle Mal die 19.000 US-Dollar als Support verlieren. Extrem viele Leute haben den Markt geschortet, was man auch daran sieht, dass wiederum extrem viele durch den Pump liquidiert wurden. Tatsächlich hatten wir das höchste stündliche Short-Liquidationsniveau seit über einem Monat und das Ganze kam halt einfach so ein bisschen aus dem Nichts. Eine wirklich große oder bullische News hatten wir auch nicht und das Einzige, was uns die On-Chain-Daten verraten, ist, dass wir auf Binance und BitMEX große Long-Positionen von Wahlen gesehen haben, das Volumen bei Coinbase Pro auch extrem hoch war und wie wir uns das aber bestimmt schon vor einer Woche oder so angeschaut haben, war das Open Interest ebenfalls sehr hoch, weshalb wir eh schon eine sehr volatile Bewegung erwartet haben. Richtig kryptospezifisch war dieser Anstieg aber so oder so nicht, denn auf dem Aktienmarkt, zum Beispiel hier beim Nasdaq, haben wir eine ähnliche Bewegung gesehen, auch wenn sie natürlich deutlich schwächer war. Das Einzige, auf was man den Finger zeigen könnte und manche auch machen, obwohl ich persönlich dem jetzt nicht so viel Gewichtung gebe, ist die Rede von Joe Biden kurz nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten, in dem er Folgendes sagte, Zitat, die Inflation lag in den letzten 3 Monaten bei einer Jahresrate von durchschnittlich 2%. Jetzt, dieses Statement ist zwar technisch gesehen korrekt, gibt aber ein komplett falsches Bild der Inflation, vor allem für Leute, die sich nicht so gut auskennen, was ja leider der Großteil ist. Biden bezieht sich hier einfach auf den Durchschnitt der letzten 3 Monatsraten und tut das dann auf Jahresbasis umrechnen, um halt ein viel besseres Inflationsbild darzustellen, als es tatsächlich ist. Wie gesagt, glaube ich aber nicht, dass das so einen großen Einfluss auf die Märkte hatte, weil die meisten Investoren, die in die Märkte investieren, besser wissen, wie die Inflation tatsächlich aussieht. Jetzt, was ich gerne noch machen würde, bevor wir gleich auf die News zu sprechen kommen, ist euch 2 Twitter-Posts von sehr bekannten Analysten vorlesen, einmal von Michael van der Poppe und noch von Michael Gate, die 2 komplett unterschiedliche Meinungen haben, was halt einfach nochmal zeigt, wie unklar die Situation aktuell eigentlich ist. Während Michael van der Poppe schreibt, Zitat, die Inflationsspitze ist da, die Yields werden in den kommenden Wochen sinken, der Dollar wird sich stabilisieren bzw. korrigieren, Krypto und Bitcoin werden eine Erholungsrallye auf 30.000 Dollar sehen, es ist Zeit, schreibt Michael Gate hingegen, Zitat, wir haben noch keine Kapitulation gesehen, wir brauchen einen Flush. Die Anzahl der Wochen im Rückgang für den S&P 500 in diesem Jahr als Prozentsatz des Jahres ist nach 1931 gerade mal an 2. Stelle. Kapitulation ist der Weg, das verstehen nur wenige. So, und dann gibt es heute aber noch einige spannende Krypto-News für euch und wir müssen leider mit der dunklen Wahrheit anfangen, dass Krypto-Hacks zurzeit komplett überhand nehmen. Denn nicht nur ist das Jahr 2022 kurz davor, das Rekordjahr mit den meisten Krypto-Hacker-Angriffen zu sein, der Monat Oktober ist nach gerade mal 2 Wochen auf dem besten Weg als katastrophalster Monat der Geschichte einzugehen. Laut Chain Analysis gab es diesen Monat schon 11 verschiedene Hacks auf DeFi-Projekte, die Schäden in Höhe von 718 Millionen US-Dollar zur Folge hatten. Damit steigt die laufende Bilanz des Jahres auf 3 Milliarden US-Dollar in 125 verschiedenen Hacks und ist nur 200 Millionen Dollar vom Rekordjahr entfernt. Passend hierzu ein Update zum ganzen Mango Markets Hack. Nachdem nun offiziell 117 Millionen US-Dollar von dem Solana DeFi-Projekt gestohlen wurden, will der Hacker jetzt 70 Millionen davon als Belohnung für die Rückgabe.
wurde und über die gestohlenen Token hat er bereits mit all seiner Voting Power innerhalb der DAO für diesen Vorschlag gestimmt. Außerdem hat Binance gestern seine 21. vierteljährliche Verbrennung von BNB-Token abgeschlossen, wo etwas über 2 Millionen BNB im Wert von über 549 Millionen US-Dollar verbrannt wurden, wodurch aber die Verluste, die letzte Woche durch den Bridge-Hack entstanden sind, einfach effektiv kompensiert wurden. Binance, beziehungsweise genauer zu sein Binance Pool, hat jetzt aber auch einen 500 Millionen Dollar Fonds gestartet, um Bitcoin-Miner zu unterstützen. Im Prinzip ist es ein 500 Millionen Dollar Kreditprojekt für private und öffentliche Miner, die eine Sicherheit in Form von physischen oder digitalen Vermögenswerten leisten müssen und dafür ein Darlehen mit einer Laufzeit von 18 bis 24 Monaten bekommen. Wer aber im Bärenmarkt auf jeden Fall nicht mehr helfen will, ist FTX. Der FTX-Chef Sam Bankman-Fried sagte zwar, dass sie noch über eine Rettung der insolventen Kryptosparplattform Celsius nachdenken, aber ansonsten will er sich vom Rettungsmarkt zurückziehen. Zitat: Ich bin mir sicher, dass es noch etwas gibt, das wir übersehen haben, aber eigentlich haben wir soweit alles abgedeckt. Es kann zumindest nichts Großes mehr passieren. So, und um das Thema Hacks und Exploits für heute endlich mal abzuschließen, gestern gab der Mitbegründer von Cosmos, Ethan Buckman, noch bekannt, dass eine in Anführungsstrichen kritische Sicherheitslücke entdeckt worden sei, die in Anführungsstrichen alle IBC-fähigen Cosmos-Ketten für alle Versionen von IBC betrifft. Zwar wurden bereits schon Schritte unternommen, um all die wichtigsten IBC-fähigen Chains zu patchen, aber es scheint wirklich so, dass das gesamte Cosmos-Ökosystem wegen nur einer Schwachstelle gefährdet war und das ist auf jeden Fall kein so gutes Zeichen. Der Angriffsvektor wurde übrigens auch nur kurz nach dem BNB-Chain-Hack entdeckt, was ja auch eine Tendermint-Blockchain ist. So, und dann ein kurzes Update zum Ripple vs. SEC-Rechtsstreit, denn sowohl iRabbit als auch Tapjets haben nun ihre Schriftsätze eingereicht, um als Freund des Gerichts Ripple im Rechtsstreit zu unterstützen, indem sie zusätzliche Rechtsdokumente vorlegen können und im Prinzip haben beide versucht zu demonstrieren, dass XRP ein integraler Bestandteil ihrer Geschäftsmodelle war und kein spekulativer Vermögenswert. iRabbit ist zum Beispiel der Ansicht, dass sie und unzählige ähnliche Unternehmen, die XRP täglich für grenzüberschreitende Geldtransfers verwenden, der lebende Beweis dafür sind, dass XRP weder dazu dient, um in Anführungsstrichen einfach darauf zu spekulieren, noch dass XRP von diesen Unternehmen als eine in Anführungsstrichen Investition angesehen wird, deren inhärenter Wert voraussichtlich im Laufe der Zeit steigen wird. Und wie wir wissen, bekommen ja viele Unternehmen, die mit dem ODL-Dienst arbeiten, gar nicht mit, dass sie überhaupt XRP als Liquidität verwenden. Und Tether hat es endlich geschafft und reduziert seine Commercial Paper Holdings auf null und ersetzt diese Investitionen durch Treasury Bills. Zwar nicht perfekt, aber trotzdem ein großer Schritt für den größten Stablecoin auf dem Markt. So, lasst mir gerne noch ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Natürlich wie immer gerne auch diesen Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch allen noch einen schönen Freitag und wir sehen uns morgen wieder.